Moin moin, mein Name ist Lance und wir sind hier auf dem Schweinebetrieb, auf dem Safegame Team Rade und ich habe heute ein paar verwaltungstechnische Aufgaben vor mir und zwar möchte ich Geld ausgeben. Dazu möchte ich euch mitnehmen, um so ein bisschen auch den Fortschritt zu zeigen bei diesem Safegame. Es ist so, dass uns die Felder die Nummer 40, die Nummer 30, die 49, die 41 und die 16 sowie die 27 gehören. Und ja, so ein bisschen Umstrukturierung ist jetzt unsererseits geplant. So, und wir haben zwei Verkaufskandidaten. Das ist einmal die 41 und die 49. Die 41, die jetzt hier ja, ein bisschen bunter ist, das war unsere Versuchsfläche aus dem letzten Jahr. Da hat eine Versuchssaat, sag ich mal, angelegt. Und ja, wir haben uns entschieden, allerdings die Fläche zu verkaufen, weil zum einen der Anfahrtsweg, also dieser Feldweg, einfach so sperrig war, dass mit großen Gerätschaften eigentlich überhaupt nicht zu arbeiten ist. Haben uns dafür eine Ausgleichsfläche ausgesucht und haben zusätzlich allerdings noch die 49 jetzt als Verkaufskandidaten ausgemacht. Bei der es jetzt nicht wegen der Zufahrt irgendwie nicht passte, sondern einfach, weil wir die Fläche auch auf dem Milchviehbetrieb haben und sich das einfach ein bisschen blöd spielen lässt. So, wir haben 841.900 Euro auf dem Konto. Und das Gute ist, wir sind schuldenfrei. Ja, also ich hatte schon befürchtet, dass wir irgendwie auch ein bisschen in die Miese gegangen sind, aber nein, das ist alles jetzt erwirtschaftetes Geld. Und wir haben auch, um das mal ein bisschen das Potenzial daran zu erkennen, haben wir in unseren Silos mittlerweile auch schon so ein bisschen Getreide eingefahren. Also sprich, die diesjährige Ernte, die ist in unseren Getreidesilos. Somit ja, sehe ich das jetzt ein bisschen als Einladung auch, ein bisschen zu investieren und so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, weil wir halt schon was schaffen wollen und wir wollen natürlich grüne Zahlen halten und schreiben und auch so ein bisschen Wachstum dabei haben. Und dazu zählt dann so ein bisschen auch, ein bisschen mehr Land, ein bisschen in Maschinen investieren, sodass wir dann auch auf Mietkosten verzichten können, dass das durchgängig nicht geht und auch gleich auch nicht sinnig ist, auch klar, aber so ein paar Investitionen werden wir machen. So, als erstes werde ich mich um die Ländereien kümmern. So, damit werden wir die 41 werden wir veräußern. Die hat einen Wert von 200.000. Ich sag's mal ganz rund. Wir verkaufen das ganze Stück. Und wir haben uns auf die 20 geeinigt, die allerdings jetzt 135.000, aber wenn man es genau nimmt, 130.000 Euro kostet sie mehr. Also ist ein Aufwand dabei, den wir jetzt dadurch haben. Allerdings bedeutet das auch mehr Fläche. Und ja, wir freuen uns auf die Fläche. Wir finden es immer ganz spannend. Da sind zwar zwei Strommasten und es ist eine zweigeteilte Fläche. Aber das ist ja auch irgendwie, macht es ja auch einen Reiz aus, nicht? Und ich weiß nicht, das würde mich auch mal interessieren, ob das in real dann auch so ist, ob solche Gegebenheiten eine Fläche teurer oder günstiger machen, weil das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Bodenwerte lassen sich ja jetzt hier nicht wirklich kontrollieren, aber wir sind zuversichtlich, dass wir damit eine gute Fläche kaufen. So, damit haben wir hier jetzt natürlich ein ganzes Landstück auch damit zusammenhängt, also die 40 und die 20 zusammen. Das hat uns ganz gut gefallen. Die 49 wurde vom Fritz vor kurzem heruntergeerntet. Wer auf Instagram ist, der hat es schon mitbekommen. Ab und zu poste ich da auch mal ein Bild und sehe kurz was dazu. Kommen wir auf Wachstum. Genau, die Fläche ist abgeerntet. So können wir dann auch die Fläche veräußern. 127 Euro gab es für die zweite Umstrukturierung der landwirtschaftlich genutzten Flächen von unserem Betrieb. Nehmen wir jetzt statt der 49 die 10 und wer damals aktiv dabei war, der wird sich eventuell daran erinnern. Es ist so, im 17er hatten wir eben auch die Gemeinde Rade gespielt und da gab es auch eine Aufteilung bei uns zwischen Milchviehbetrieb und dem Schweinebetrieb. Und da war die 10 zum Beispiel auch eine Fläche, die dem Schweinebetrieb gehört hatte. Und somit finde ich das eigentlich ganz gut, dass sich da so ein bisschen gewissermaßen der Kreis schließt. Zum einen und zum anderen, dass wir jetzt hier auch das so ein bisschen gewichtet haben auf dieser Seite, dass wir da so ein paar Flächen als unser Eigentum verbuchen können.
Land kaufen mit 476.000 Euro und Land verkaufen mit 333.000. Gut, das ist, finde ich, völlig im Rahmen. Das heißt, wir haben einen kleinen Aufwand in Land investiert. Mietkosten haben wir hier auch immer mal wieder dabei. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt mit den Mietkosten. Deswegen stehe ich hier jetzt nämlich auch schon vor dem Puma, denn damit werde ich die Gerätschaft abholen. Und zwar geht es jetzt darum, jetzt natürlich nach der Saison, ist vor der Saison und da geht es auch ein bisschen. So, somit habe ich nochmal 161.000 Euro ausgegeben. Holla die Waldfee. Ja, wir haben trotzdem noch knapp eine 500.000 auf dem Konto. Es werden auch noch ein paar Ausgaben dazukommen. So, dann werde ich mal das gute Stück abholen. Es ist natürlich immer sehr eng hier beim Händler. So, das sieht doch schick aus. Das ist doch wirklich schick. Das ist doch wirklich schick. So, das ist dann auch gleichzeitig das Titelbild und ihr könnt verstehen, welche Investition es war. Ihr wusstet es dann dadurch dann ja auch schon vorher. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick geben, so wie das von der Planung im Hintergrund dann auch abläuft. Mit Neuanschaffungen, mit dem Fuhrpark, ja, mit der ländlichen Verteilung und so. Ich kann euch nach und nach dann so ein bisschen mehr Klarheit darüber verschaffen, wem gehört welche Fläche, welche Maschinen, wer fährt welche Maschine oder sind die gemietet, sind die gekauft und ja, ich hoffe, dass das mit dem Geld auch weiterhin so passt. Ja, und dass wir dann noch ein bisschen Wachstum haben und irgendwann auch mal die nächste Fläche dazu kommt, nicht? Aber ansonsten, wir sehen uns am Donnerstag 20 Uhr live auf Twitch, mit dabei sein werden, unter anderem möglich Debua, der PJ, der Agrarplay, IMTS, der Andi, der Danny, Florian, Fritz und meine Wenigkeit. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Doch! Herr Berch wäre auch mitunter dabei. Das wird sich dann alles zeigen. Ansonsten wünsche ich euch eine frohe Ostern und bis dahin, macht's gut, erstmal.